Aber ich meinte gestern. Mach doch nur Zucker rein. Ja, weil das war natürlich viel länger. Schau mal, vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, okay, weil das war besser. Das wäre auch dann voll lecker. Okay. Meine Tochter, die Anouk, die übernachtet heute woanders. Pyjama-Party. Ja, jetzt kommen sie in das Alter. Sie werden so schnell groß. Müssen wir dann morgen abholen. Was hast du ausgesucht? Achso, steht schon drauf. Blumen. Was ist drin? Mama hat für jeden Tag eine bestellt. Kriegen alle gleiche. Heute Übernachtungsparty. Ja. Und freust du dich? Ja. Ja. Wann sehen wir uns denn dann morgen? Ja, morgen. Na, wann denn? Morgen. Ja. Gib mir einen Kuss. Du kommst mit rein. Dann fahren wir mal los. Tja, wenn ich zu Hause ankomme, will ich gleich bei Bayer anrufen und fragen, ob die da noch Platz haben für ein Regalbücher. Ob das okay ist, wenn ich das heute noch einliefere. Wenn die ja sagen, dann fahre ich gleich los mit dem anderen Auto und liefere da die Perry Roden Story ein. Also Perry Roden hat ein Ende heute, offensichtlich. Ist ja nicht, warum ich jetzt hier lang fahre, aber ist egal. Das macht der Gewohnheit. Und dann hat sich das Kapitel erledigt, dann ist das erledigt. Ich muss mich nicht rumärgern. Das ist ja das Witzige daran, dass man, ja, dass man immer versucht, eigentlich, man denkt sich immer so, ja, das ist jetzt am einfachsten, du stellst das einfach mal ein bei eBay, da hast du nicht so viel Placker, musst du nicht hin und her damit, ja. Und denkt sich eigentlich, das wäre der einfachere Weg. Pusteblume, ist es ja nicht. Hast du viel Ärger mit dem ganzen Quatsch, ja. Insgesamt hat mich das jetzt an Zeit gekostet, bestimmt. Weiß ich gar nicht, kann man ja nicht sagen. So. Ja, Zeit hat mich das natürlich jetzt nicht so viel gekostet, die Sachen bei eBay einzustellen und dann nochmal einzustellen oder so. Ja, aber Nerven. Jedes Mal, man wartet. Also Zeit hat es mich insofern gekostet, weil ich die Sachen... Zwei Monate lang hatte ich die Hefte einpackbereit auf den Tisch gelegt bei mir. Da lagen sie zwei Monate und warteten auf Abholung. Ich konnte zwei Monate meinen Schreibtisch nicht benutzen, weil dort diese 2500 bis 3000 Hefte Perry Roden lagen. Also total bescheuert, ja, total bekloppt, dass man das nicht einfach... Weil ich dachte, naja, dann kann er sich das mal angucken, kann sich das selber sortieren, wie er will. Ja, weil die lagen ja die 100er, also die von 0 bis 100, von 100 bis 200, von und so weiter, bis 300, bis 400, bis 500, bis 600, je einzeln der Stapel. Ja. Und da hätte er sich das selbst sortieren können schon, also es war schon sortiert. Ich hatte das ja schon vorsortiert, die Scheiße. Egal, so, ich fahre nach Hause. Biegen, die sehen euch nicht immer. Geht nicht davon aus, ihr seid die Schwächeren. Geht nicht davon aus, dass die euch sehen. War jetzt halt ein Paradebeispiel, ne? Man biegt rechts ab als Autofahrer. Du, die hat nun ja nicht wahrgenommen, weil war erstens ein Mietwagen. Ja? Also das, da können auch Touristen oder Ortsfremde drin sitzen. Ja? Die wusste nicht, wo sie hinfahren soll. Die ist abgebogen, hat sie dann gedacht, so, ach scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Dann hat die stoppt. Nur deswegen hat sie gestoppt. Die Fahrradfahrerin hat gedacht, sie kann geradeaus weiterfahren. Natürlich war sie ja zu Recht, ne? War ja grün. Aber ich wurde dann halt nicht gesehen von dem Autofahrer. Da müsst ihr halt aufpassen. Wenn das beim LKW ist, leider platt. Die sehen euch halt nicht immer. Die nehmen euch nicht wahr oder die registrieren das nicht. In dem Fall war sie jetzt abgelenkt durch, dadurch, dass sie ortsfremd sind und nicht wussten, wohin. Solche. Also deswegen.
Nehmt auch als Fahrradfahrer, auch wenn ihr recht habt, nehmt Rücksicht. Schaltet einen Gang runter, sozusagen. Einen Gang zurückschalten. Man muss nicht auf sein Recht pochen. Ja, das bekommt einem als Fahrradfahrer dann selten. Natürlich, man hat Recht am Ende, aber man liegt vielleicht auch im Krankenhaus. Das muss ja nicht sein. Wer will denn das? So Quatsch. Jetzt wird angerufen. Ja, schönen guten Morgen, Müller hier. Ich wollte mal fragen, ob man heute noch bei euch einliefern kann. Haushaltsregal, das wäre ein Posten Bücher. Also ein Bücherregal. Ja. Ja, kein Problem, ist ja noch früh. Ja, schönen Morgen, Uwe. Hast du noch ein Bücherregal für mich? Voll. Ich dachte, nächste Woche kommt der Posten, der große Nachlass. Hast du nächste Woche ein Bücherregal für mich? Auch nicht. Ja, wäre nur ein Regal Bücher, aber Bücher halt. Ne? Also so. Ja, das hab ich ja gehört, deswegen rufe ich ja an, dachte, jetzt ist doch noch was frei vielleicht. Also heute hast du nichts mehr frei für Bücher. Ja. Naja, dann macht nichts. Na gut, okay, wann weißt du ungefähr Bescheid? Okay, dann mach ich das. Ja, alles klar, gut, bis dann, ciao, ciao. Erbstreit. Großer Posten angekündigt, kam aber nicht. Jetzt ist doch alles voll. So, nächste Woche kommt der Posten. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Mal schauen. Ach, Mann. Scheiße, Mann. Ich muss doch die Dinger los. Ich muss den Posten loswerden. Da stehen 1000. Irgendwie scheint da alles nicht zu funktionieren. Ich werde dieses Ding nicht los. Zum Frecken. Ich muss das selber verkaufen. Und am Ende mache ich 5000 Euro mit der ganzen Scheiße. Nämlich genau deswegen, weil ich damit 5000 Euro mache. Immer positiv denken. Das hat alles seine Bewandtnis im Universum. Jetzt werden wir esoterisch. Ja, was sagt uns das? Ich habe Zeit heute. Ich habe wunderbar viel Zeit. Ich kann wieder mich an den Computer setzen, von früh bis spät. Scheiße ist das, mich total. Aber muss ja auch gemacht werden. Gut, jetzt stelle ich erstmal ein. Gestern habe ich ja wo war ich denn gestern? Ich habe das Auto geparkt und dann habe ich auf Anfälle hier so ein Lernsystem für Schulen, für Kinder. Wie sagt man denn? Ein Lernsystem, ja doch, klar. Nicht verunsichern lassen, Tommy. Da ich gestern so ein Lernsystem für Kinder gesehen hier. Von Promethean Lighting the Flame of Learning. Ja. Habe ich das gesehen beim Trödler? Stand das da in der Ecke? Ich dachte, was ist denn das? Ich wusste ja nicht, was das ist, war. Kommunizieren, weil sie es heute alle nicht mehr können. Schüler-Feedback-Systeme. Ja, dann haben wir hier so eine Anleitung dafür, wie toll das alles ist, einfach nur noch Knöpfe zu drücken und nicht mehr miteinander zu reden. Dann haben wir hier so ein Active Slate Aktivierungspad. Wie auch immer das funktioniert. Irgendwie wird es funktionieren. Und dann haben wir hier einen Vote-Controller. Active Vote. Ja, damit gibt man dann ein, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E oder F. Das sind die Antwortkriterien und dann kann man auf, genau, dann wird es gesendet, ne? Die Antwort zu dem Lehrer und der weiß dann, oh, der hat seine Antwort abgegeben. Und wenn man nicht Bescheid weiß offensichtlich oder Lernhilfe braucht oder das nochmal erklärt haben will, dann muss man den Knopf in der Mitte drücken oder irgendwie so kann ich mir das nur so vorstellen. Und dann haben wir von Active Expression von den Teilen hier, na, die funktionieren auch, die gehen auch an und so. Da haben wir hier wieder ausmachen, auf Wiedersehen. Von das ist die nächste Generation, das sieht aus wie ein Taschenrechner, wie ein kleiner Computer ist das hier. Von den Dingern haben wir 26 Stück. Ja, die haben wir dabei. Dann haben wir hier so ein USB-Kabel dabei, das kann ich aber nicht, ja, das ist wahrscheinlich für einen Computer oder Monitor oder so. Active
Inspire Software and Resources for Inspired Learning Journeys. Dann haben wir noch einen Schraubenzieher hier zum Öffnen vom Batteriefach hier von den Dingern. Weil die Dinger sind alle mit so Spezialschraubenzieher hier zu. Ne? Da kann man hier Batterien wechseln. Das sind ganz normale Batterien. Das ist ganz geil. Dann ist hier der Active Hub ist dabei. Finde ich ja gut. Sind doch alle dabei. Da klemmt man irgendwas drin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt, ist das für den? Tja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, das ist alles dabei. Schraubenzieher, Active Hub, Active Slate und so weiter. Das ist alles dabei. Und das Ganze, warum ich sie gekauft habe, war einfach nur, weil erstens hat mich interessiert, was das ist. Ich wusste nicht, was das ist, was ich damit anfangen soll. Also, ich habe es mir schon gedacht, natürlich steht da hier drin. Ja, Learning und so. Was das irgendwas ist zum, also alle Tier, so wie ich es jetzt erklärt habe, kann man schon dem entnehmen. Aber ich wusste, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass so gelernt wird heute an Schulen. Aber das ist offensichtlich so. Oder bei großen Schulen oder bei, was ich jetzt gesehen habe, in Amerika ist das total verbreitet. Ne? Weil da hängen sie wahrscheinlich alle nur noch am PC, am Laptop, am Pad oder so, am Telefon. Und da sind sie natürlich mit so einem Dingern wesentlich besser vertraut. Und es ist ja schon eine ältere Version sogar. Da gibt es ja schon eine neuere mit Touch und so ein Scheiß alles. Und das ist tatsächlich sehr verbreitet. Ja, und gekauft habe ich es erstens aus Interesse zu sehen, was das ist. Und zweitens, weil der Preis natürlich total gering war. Ich habe 20 Euro bezahlt für die ganze Set da. Und ich meine, 20 Euro für die ganzen kleinen Computer und das alles, da dachte ich mir, das ist ja bestimmt Neupreis gewesen mal von 3000 Euro oder so ein Scheiß. Und war es auch. Ja. Oder mehr, habe ich gedacht. Mehr ist es nicht. Das ist tatsächlich gar nicht so teuer. Im Verkauf, ich habe 20 Euro bezahlt im Verkauf. Ich weiß nicht, was ich da bekomme für, keine Ahnung, aber mindestens ein 100er müsste es sein. In Deutschland werden die Dinger sowieso ja nicht angeboten. Da ist ein so ein Computer drin, der für 40 Euro zum Beispiel. Carsten. Ich muss Carsten jetzt. Jetzt muss ich Carsten aktivieren. Wie gesagt, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Carsten, da will ich jetzt gleich mal hin. Bevor er wieder sagt, ach, hättest du mir das doch angeboten, hätte ich wohl genommen, will ich ihm das anbieten. Soll er das nehmen? Soll er gleich auf den Markt mitnehmen, jetzt am Wochenende. Never ending story. Also, sehr kreative Kommentare habe ich ja bekommen auf mein Omega-Video. Der Erste schreibt Erster. Die Erste schreibt Erste. Und der Zweite schreibt Zweiter. Fantastisch. Und wenn jetzt noch eine zweite Frau kommt, schreibt sie wahrscheinlich Zweiter. Das wäre dann formvollendet. Es gibt aber noch einen dritten Platz. Kind. Bist du auch noch. Erstes. Ja, also, danke für eure Anteilnahme an meiner Omega-Fälschung. Jetzt wird ihr Frühstück für jeden Morgen und dann geht's los. Ja, liebe Leute, jetzt ist schon wieder fast Feierabend hier. Ich habe lange Zeit wieder am Computer verbracht und sortiere jetzt gerade die Sachen, die bei eBay jetzt drin waren und schon über ein Jahr nicht verkauft wurden, sortiere ich jetzt gerade aus und das sind über 100 Artikel, die ich jetzt erstmal rausgeschmissen habe. Ja, ich mache mal weiter und dann sehen wir uns vielleicht morgen und vielleicht passiert heute noch was, mal schauen, ne? Also bis dann, ciao, euer Tommy mit Bart. Machen wir mal so, ne? Also die gewünschte Verabschiedung. Das geht ja nicht. Jo, schwupp, schon ist die Nacht um und jetzt müssen wir Anouk auch schon wieder abholen. So schnell kann es gehen. Jetzt fahren wir also zu ihrer Freundin, Schulfreundin, und holen sie wieder ab. Und hoffen, dass es ihr Spaß gemacht hat. Aber ich denke mal, so hat macht Kindern immer Spaß. Eine Meldung kam bis jetzt nicht, dass alles schief gelaufen ist. Also, genau. Der Omega ist zwar schön lang, aber er ist ein bisschen kurz hier. Muss immer so fahren, so mit eingezogenem Hals. Kein Wunder, dass ich Zentimeter kürzer geworden bin, als ich eigentlich bin. Ja? Was machst du jetzt? Hast du was vor? Fahrradhandschuhe und so? Die sind schön, wa? Oh, Marlies, Alter, na gut. Jetzt fahren wir 60 Sparrow essen, okay?
wir erstmal das eine durch. Was da alles drin ist. Überraschungskonvolut. Nuki hat geshoppt. Perlen. Das sind kleine Perlen. Und dann habe ich hier noch. Kann ich verdecken? Lass sie mal einfach, das ist nicht schlecht. Gummi zeigt, was sie hat. Das ist so eine Lade. Gummi ist der Naturprodukttyp. Und ja, dafür kannst du eigentlich als ein kleines Foto benutzen. Das stimmt, als Fotorahmen nehmen. Und als Kamera haben. Guck, Papa, da passt so. Ja, ey. Guck mal, Essen kommt, einpacken. Jo, Mensch, liebe Leute, was war denn das? Heute gut gekauft, würde ich mal sagen. Also wüsste ich noch nicht, aber schauen wir mal jetzt. Ja, wir waren ja an Luca-Pullen und dann sind wir auf dem Weg dahin, unten im Haus. Da ist so ein vorübergehender Trödelladen gewesen. Also da ist einfach ein Laden, der steht leer und da haben die Trödel zu verkaufen gehabt. Und da habe ich gekauft. Das Witz hier war, Konzept, da standen Kisten auf dem Boden und so ein paar Tische mit so Krabbeltischmäßig aufgebaut und die Teil 3 Euro. Ich dachte, jetzt, das kann ja nicht sein. Ich meine, da waren ja auch Bilder bei oder so, zum Beispiel hier eine Tierstudie. Ja. 3 Euro. Gerahmt. Hinter Glas. Dann nehme ich doch mit. Ich meine, natürlich, das ist eine Akademiearbeit, ja, oder so. Heute ist was vom Studium, wie auch immer. Aber wo soll ich denn den mitnehmen? Oder hier ein Holzschnitt. Karl Döring. Holzschnitt von Döring. 3 Euro. Ach, den guckt nicht richtig. Muss ich mitnehmen. Für Lumen oder so. Was auch 3 Euro natürlich, ja. Das ist dann natürlich vielleicht, würden viele sagen, ja, wieso war denn wieder teuer? Nee, ist es nicht, ist auch nicht. Das ist hier ein altes, so wie so ein Fliegenauge. So, das ist natürlich für Lumen total toll. Guckt sie durch und sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Könnt ihr das sehen? Tada. Ja. So war zum Beispiel auch dabei. 3 Euro. Die dicke Jacke aus, das ist natürlich noch eine Strickjacke. So, wir gehen. Wir gehen jetzt raus. Nehmen wir den Wagen hier mit? Ja. Nehmen wir den Fahrrad. Nee, wir nehmen den Wagen mit, weil ich hab nicht. Okay, ich komm gleich. Yeah. Aber ich sitze vorne im Wagen, wie immer. Ist doch gut. Perfekt. Das ist schön wieder. Ja, guten Tag heute. Ja, nicht so ein erdrückendes. Ich habe jetzt zum Aufstehen erdrückendes Gefühl. Ein bisschen an Carsten was verkauft. Der hat das natürlich genommen. Eigentlich hat er alle genommen. Der hat alle genommen, was ich ihm gezeigt habe. Alle billig. 20 Euro die Kiste, 30 Euro die Kiste, 40 Euro war die teuerste. Nee, die teuerste Kiste war. Das war im Posten, was ich bei eBay rausgenommen habe gestern alles, für einen Hunderter. Ich hatte 100 Euro. Das war ganz wenig eigentlich, mein Schuhkarton voll, wenn du willst. Aber hat er genommen. Mhm. Da hätte er bei Bayer auch bezahlt. Der will schon gewiss, was das ist für eine Haare. So, es ist dunkel draußen, wie ihr seht, liebe Leute. Schon dunkel draußen, wir waren lange unterwegs. Jetzt wir waren sehr lange unterwegs, sind spazieren gewesen. Nichts Interessantes passiert, deswegen habe ich es nicht gefilmt. Und jetzt sind wir wieder da. Und Anouk hat Geld bekommen für Einzeln. Ja. 20 Euro. Nee, 12 Euro. Ja, aber plus das. 12 Euro hat sie bekommen jetzt. Ja, 6 Einzeln hat sie nämlich bekommen. Das ist viel, das ist gut. Also über die Zeit. Ja, das ist schön. Das Leben hasst uns. Das Leben. Ja, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, was? Nur verlieren. 3, 4 oder 5 volle Kinder haben, also. So schlecht geht es uns ja nicht, ne? Es geht uns gut, natürlich, ja. Aber manchmal passieren auch Missgeschicke und dann denkt man immer, ey, was ist denn nur los? Das geht ja nur bergab. Und heute haben wir halt eine positive Nachricht bekommen und
Der Vermieter ist glücklich mit uns. Der ist glücklich da mit dem Umbau drüben. Das findet er alle gut und toll. Und beteiligt sich auch jetzt doch an den Kosten. Das finde ich natürlich noch besser. Ja, ich meine, das hätte ich ihm jetzt nie gesagt, macht das mal. Nee, er hat das gesehen, was ich gemacht habe. Und hat gesagt, macht er. Ja, ist nicht so, dass ich gefragt habe, sondern er hat gesagt, macht er. Toll. Das ist halt ein guter Charakterzug. Natürlich könnte man sagen, ja, ist ja sowieso sein Haus oder so. Aber muss er ja nicht machen. Ich hätte es ja nicht umbauen müssen. Ich hätte es so oder so gemacht. Ja, genau. Das, was jetzt passiert ist, bis jetzt, bezahlt er mir, finde ich toll. Finde ich gut. In Form von Mieterlass halt. Für meinen ist ja gut. Das ist ja eine Variante. Gibt auch noch ordentliche Menschen. Ja, lobt man nicht, aber ist so. Spinatklopse. Ja, muss noch ein bisschen, wa? Ach, das geht schnell. Ja, Kartoffeln, ja, Spinat. Und, tada! Das leckere, da glüht die Kamera weg. Und ihr so eine Fischstäbchen. Bist du lieb. Du bist so aufopfernd. Na gut, ich schneide. Seltene Uhr habe ich gekauft heute. Ne? Anker. Nichts Besonderes, denkt man. Aber wie neu der Zustand? Eine Anker KR. Eigentlich eine Ruler-Uhr. Eine Ruler Chronographenkaliber drin verbaut. Aber mit dem Anker KR Blatt. Also total selten. Habe keine einzige gefunden. Dateien könnt ihr gucken. So, jetzt lade ich die Dateien hoch. Also wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao.